Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zur finalen Folge von Minecraft Winter Up. Heute wird alles enden und mir fehlt der Schnee. Vielleicht das irgendwie. Ach, egal. Das werde ich noch irgendwie machen. Und das hier muss ich auch noch entfernen. Komm, das machen wir jetzt schnell, bevor ich das vergesse. Wäre ein bisschen scheiße, wenn plötzlich hier irgendwelche Scheiße rumliegt. So. Ich das lieber zurück in die Truhe für nächstes Jahr, damit ich Ressourcen habe fürs neue Haus, ne? So. Achso. Ich dachte, wieso habe ich 64 von diesen schwarzen Blöcken dabei? Gut, heute. Ah, schwarzen Haare. Puh. Heute werden wir eine Couch plus Fernseher bauen. Und zwar an dieser Stelle. Und ich habe mir gedacht, letztes Jahr habe ich die Figuren anders gemacht. Muss gucken, ob das noch funktioniert. Es funktioniert. Kann ich die hier raufstellen? Nee, die sind kein. Müsste es zwei Blöcke hoch machen. Aber gut, dann machen wir hier einfach ein schönes Regal hin. Und dann passt das schon. Ja, das finde ich gut. So, wir beginnen am besten mit der Couch. Die wird drei Blöcke groß, drei und ein halb, würde ich sagen, ne? Ja, dürfte passen. Dafür würde ich sagen, brauchen wir Wolle oder was? Wolle klingt für mich sehr gut. Frage ist, welche Farbe nehmen wir? Sag mal, Double X, hast du Kinder? Ich glaube, ich habe gerade einen umgebracht. So. Oder nehmen wir Schnee? Oder nehmen wir das Zeug? Ja, rein theoretisch nehmen wir das Weiße, ne? Komm, nehmen wir den. Auch wenn ich glaube, dass wir nicht genug von diesem weißen Beton haben, es sei denn, ich habe noch ein bisschen was auf Reserve gehabt. Wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. Das wird schon gut gehen. Habe ich noch was zu essen dabei? Ich bin seit letzter Folge ein bisschen hungrig. So, die Schafe. Denen geht's auch ganz gut. Und dann gucken wir morgen mal, wer das Beste ausgebaut hat. Abgesehen von mir, ich mache natürlich nicht mit. Weil ich würde halt gewinnen, also wäre ja ein bisschen unfair, ne? So. Okay, gucken wir mal, ob wir genug haben. Erstmal muss ich mittig sein und dann gucken wir noch mal. Okay, es sind genau vier. Das heißt, unsere Couch darf hier lang und da ein bisschen rauf. Okay. Gucken wir erstmal. Kann ich dich einfach hier raufsetzen? Ich weiß nicht, ob ich genug davon habe. Moment. Wir machen das anders. Ja, ich habe nicht genug weiße Keramik. Es sei denn, ich habe hier noch weiße Keramik drinne. Quarzblock, Wolle, Schnee, weißer Beton. Keramik habe ich gesagt, ne? Beton meine ich natürlich. So, ja, jetzt bin ich glücklich. Ich hatte noch genug weißen Beton. Sehr schön. Ja, so eine weiße Couch ist natürlich mal ein bisschen gefährlich, ne? Das wisst ihr, also solltet ihr euch eine Couch anschaffen wollen, keine weiße Couch. Wir machen das erstmal provisorisch. Und dann können wir immer noch die Größe ermitteln. Ich glaube, ich nehme alle fünf Blöcke mit.
So. Moment. Das ist jetzt ein bisschen irritierend. Alter, was? So, jetzt sind die Blöcke vollständig. Naja. Jetzt haben wir hier drei Blöcke. Das sind meine beiden. Und dann kommt hier noch ein bisschen was hinzu. So eine Hälfte circa. Und hier kommt eine Hälfte ab. Ja, ist nicht perfekt, aber. Ja, gut, hier muss auf jeden Fall noch was ab. Ja, passt. So, dann können wir nämlich die Seiten hier komplett als, ihr wisst schon, nehmen, ne? Mir ist gerade das Wort, Lehne, als Lehne. Und dann machen wir hier nur kurz eine Linie hin. Also die Couch ist sehr, sehr leicht gemacht. Wir werden sie höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mit Rot pimpen. Aber ansonsten ist eine Couch ja recht easy gemacht. Wir werden die Seiten noch ein bisschen abrunden und das war es dann auch schon. So. Also das, was wir heute machen, ist eigentlich relativ einfach. Ihr seht schon, Couch. Es ist recht simpel. Es ist recht simpel, ne? Also, kann man nicht viel falsch machen. Wir werden jetzt die Kanten hier noch ein bisschen abrunden. Und dann war es das auch schon. So. Jetzt nicht das Schickste von der Welt, aber ey, eine Couch zu machen ist nicht einfach. Ich bin auch kein Profi. Also es kommt einem vielleicht so vor, als wäre ich gut in dem, was ich hier tue, aber ich bin's nicht. Es ist mehr Glück als Können. Sagen wir es so. Ich mache etwas und wenn ich etwas mache, dann habe ich das Glück, dass es gut aussieht. Oder halbwegs gut aussieht. Gibt definitiv Leute, die weitaus schöner bauen als ich. So. Jetzt nehmen wir hier die Kanten weg. Es wird nämlich gepimpt. Let's pimp my couch. So. Und dann nehmen wir natürlich. Ja, was wohl? Rot. So. So. Ja, sieht doch ganz gut aus. Warum machst du das jetzt? Na, egal. So viel dazu. Und jetzt noch ein paar Beschleunigungsstreifen. Das wird nämlich die schnellste Couch aller Zeiten. Es wird wie meine Couch zu Hause sein. Ich schlafe da so schnell ein. Das Ding muss echt Beschleunigungsstreifen haben. Oder brauchen. Benötigen. So ist richtig. Einfach nur zu zeigen, wie schnell er wirklich ist. Ja, ist natürlich immer ein bisschen Formelarbeit hier, ne? So. Oh, ich habe hier etwas vergessen. Nein, nein, nein. Nicht den Boden wegnehmen, Zero. Oh, ich hätte es mir viel einfacher machen können. Egal. So, wie viel haben wir jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Runden wir hier auch nochmal ein bisschen ab. Was war das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. So, und dann kommt hier der Beschleunigungsstreifen hin. Weiß, was wir gleich noch machen. Wir werden das nämlich gleich noch besser machen. Ja, ihr fragt euch sicherlich, Zero,
Wie willst du das denn noch besser machen? Das sieht schon so affengeil aus. Das geht gar nicht, ja? Doch, passt auf, Leute, passt auf. Ihr werdet gleich sehen, was ich machen werde, und dann werdet ihr denken: Oh mein Gott, das ist das Genialste, was ich jemals gesehen habe. Jetzt habe ich es mir trotzdem wieder schwer gemacht, ne? Naja. So. Hä? Pack da doch einfach einen rein. Was soll denn das? So. Halt, nein, 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 nein. So, das ist jetzt Numero Uno. Jetzt nehmen wir den schwarzen Beton und packen ihn hier rauf. Nehmen dann den hellgrauen Beton und packen ihn hier drauf. Sieht mir nach braun aus, ich weiß aber. Ja, okay. Ich gebe zu, sah doch nicht so geil aus. Habe ich mir geiler vorgestellt. Aber ich weiß was Besseres. So. Ich habe kein Schwarz. Oh mein Gott, ich habe kein Schwarz mehr. Oh mein Gott. Oh Gott, nein. Wie konnte das passieren? Ich hoffe, ich habe noch Schwarz hier hinten oder hier drin. Rein gehabt. Ich habe mir so viel von diesem schwarzen Beton gemacht. Ich habe so lange gefarmt für den Scheiß. Und dann geht er einfach raus. Was ist es? Hä? Irgendwas stimmt da nicht. Was? Nicht da genug? Willst du mich verarschen? Was genau ist da gerade schief gegangen? Ich weiß es nicht. So, das ist unsere Couch. Ja, das hat schon Stil, ne? Das hat schon Stil. So, kommen wir zum Fernseher. So, der Fernseher benötigt natürlich eine Hintergrundbeleuchtung. Das heißt, zack, zack. Und zack, zack. Machen wir das Ganze ein bisschen kleiner. Nein, 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 nein. Oh. Heute machen wir auch weniger Beschleunigung, weil, ja, sonst würde die Folge wahrscheinlich nur 5 Minuten gehen, wenn ich alles beschleunigen würde. Deswegen muss ich immer ab. Nein! Was habe ich getan? Abschätzen, ob sich das lohnt. Ach Gott, nein! Hä? Wo ist mein grauer Beton? Ob sich das. So kein. Der graue Beton? Wie unterschiedlich die Farben wirken, wenn es um Licht geht. Grauer Beton. So, jetzt aber. Wie sieht das hier aus?
Wenn ich das hier hinpacke. Ah, doch, passt. Okay. So. Probieren wir das Ganze noch einmal, aber mit Place. Weil es ist schon so gewollt, dass es wirklich so, ja, rausguckt. Und draußen knallt das die ganze Zeit. Es ist, wir haben hier Silvester, Freunde. Es ist ein bisschen störend. Ich hoffe, man hört das nicht in den Aufnahmen. Also, ich habe heute schon voll laut aufgenommen. Und ich hatte die ganze Zeit irgendwie so ein komisches Geräusch in den Ohren. Und es war, ich glaube, das war kein Silvesterknaller. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das gehörte zum Spiel. Aber ich war so verunsichert, dass ich es nicht wusste. So. Wieso verlierst du direkt an Helligkeit? Oh, das ist kacke. Ja, machen wir noch eine zweite Schicht drauf. Hätte das hier vielleicht vorher entfernen sollen. Wieso mache ich es mir eigentlich so schwer? Können wir das denn verraten? Heute denke ich nicht wirklich rational. So. Auf den anderen Seiten ist das schon in Ordnung. Ich möchte halt nur, dass es halt von den Seiten rot leuchtet. Weil unten kannst du ja nicht hingucken, oben kannst du auch nicht hingucken, weil wir packen hier selbstverständlich jetzt schwarz oben drauf. Das soll halt rot leuchten, wie ihr seht. Also das passt schon. Entweder machen wir das so, dass man das Rot auch von der Seite sieht. Oder nicht. Ah, doch, doch, machen wir. Machen wir so. So, jetzt brauchen wir unseren grauen Beton. Oder den hellgrauen. Soll sich ja ein bisschen von der Wand absetzen. Und dann... nehmen wir hier einen weg. Da einen weg. Einen weg, da einen weg. Und jetzt müssen wir leider ein bisschen Fummelarbeit betreiben. Soll natürlich den Rahmen des Fernsehers ja, darstellen. Untenrum müssen wir noch irgendwie Boxen machen oder wir machen die Boxen an die Wand. Ich weiß es nicht. So. Das ist schön, wie es leuchtet. Die Frage ist, soll ich da auch ein Bild reinmachen? Ich werde es erstmal ohne Bild machen. Ich meine, die Fernseher laufen zu lassen, wenn dessen man nicht da ist, ein Jahr lang, ist, glaube ich, ein bisschen ungünstig. So. Okay, jetzt müssen wir hier halt noch ein bisschen mehr Freiraum lassen. Ich glaube, ich habe da so einen Block entfernt, ne? Nein, 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 nein. Nicht zu viel Zero. Immer nur das, was du benötigst. Machen wir das so. So, das ist jetzt unser halber Fernseher. Es ist natürlich noch nicht fertig, ne? Keine Sorge. Wir haben an einem Fernseher natürlich immer so einen roten Punkt, ne? Der immer so leuchtet. Und dann machen wir hier noch Lautsprecher rein. Vielleicht machen wir den roten Punkt woanders hin. So, komm, die Lautsprecher können ruhig ein bisschen größer sein, ne? Also, wir haben hier einen riesen Fernseher. Sollte auch guten Sound abgeben. Reggie würde das nämlich nicht mögen. Und dann machen wir hier halt schön mittig den roten Punkt rein. So, das ist mein Fernseher. Recht simpel, aber mit Couch zusammen. Ich denke, das kann sich sehen lassen, komm. Setzen wir uns hier hin. So, wir sind aber noch nicht fertig.
Wir backen jetzt hier eine fette Fernbedienung hin. Für alte Menschen wie mich. Alte Menschen wie ich brauchen fette Fernbedienung. Könnte auch eine Alarmanlage sein, falls jemand den Fernseher klauen will. Man weiß es nicht. Kann sich jeder vorstellen, wie er möchte. So eine Fernbedienung zu basteln ist nicht einfach. So, wir machen da einen roten Punkt hin, warum auch immer. Und dann erkennt man das als Fernbedienung? Es könnte alles Mögliche sein. Aber tun wir einfach mal so, als würde es zum Fernseher gehören. So, dann kommen wir auch jetzt schon zum Abschluss. Und zwar die Figürchen hier. Die müssen natürlich noch richtig schön platziert werden. Auf weißem Glas werden wir sie platzieren. Ganz genau so wollte ich das nicht machen. So nicht, meine Freunde, so nicht. Nein, ach stimmt. Oh. Das heißt, wir brauchen ganze Blöcke, ne? Denn wenn wir jetzt die Figur hier raufsetzen, was nicht funktioniert. Wieso kann ich sie nicht auf Glas platzieren? Wollt ihr mich verarschen? Was, wenn es technisch kein Glas ist? Seht ihr die Ratlosigkeit in meinem Gesicht? Wir können das darauf setzen. Allerdings, wenn wir einen hier rausnehmen, plopp, ist er weg. Es muss also ein ganzer Block sein. Die Frage ist, darf er bearbeitet sein? Er darf bearbeitet sein. Okay, dann er darf bearbeitet sein. Er darf nicht aus Glas bestehen. Dann nehmen wir... Schwarz kann ich hier nicht nehmen. Obwohl doch kann. Sollte ich vielleicht meinen grauen Beton nehmen? Ja, ich denke, das wird funktionieren. Aber wir brauchen mehr von dem grauen Beton. Wir haben hoffentlich... Bitte. Bitte. Weiß nicht, ob das reichen wird. Das, was ich vorhabe. Eventuell wird es das. Wenn es denn funktioniert, sagen wir das mal so. Wieso habe ich die jetzt endlich auseinandergenommen, damit ich sie hier wieder aufbauen kann? Ab wann ist ein ganzer Block? Okay, ab dann ist ein ganzer Block. Okay. Okay, machen wir erstmal nur zwei. Ich meine, wir haben sowieso nur zwei Figuren, also wird sich das nicht wirklich lohnen, mehr zu machen. So, dann gehen wir 1, 2, 3, 4 runter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Die machen wir einfach rein auf den hier. Dann nehmen wir unseren Glowstone und platzieren ihn. Wieso gehen mir heute die Ressourcen aus? Warum an meinem letzten Tag? Oh, das ist so, als würde man mich hier rausekeln wollen. Bitte sag mir, dass ich noch Glowstone habe. Oh Gott. Tragisch.
Echt Tragödie hier. An dem heutigen Silvesterabend. Alles geht zugrunde. So. Ey. Ich will, dass du den Scheiß hier füllst. Ja, gut. So, dann nehmen wir nämlich das Glas hier mit. 4 sind wir runtergegangen, ne? Oh, bitte, bitte funktioniere. Wo ist mein Glas? Ich hab's doch gerade eingesaugt. Geh durch. Hä? Was soll das? Wo ist mein Glas? Muss ich auch noch suchen. Da ist er nicht. Wo ist mein Glas? Weißes Glas da. Geht doch. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 3. So, und jetzt bitte funktioniere. Nein. Wenn wir das Glas hier runternehmen. Willst du mich das ist doch ein verdammter großer Block, oder nicht? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich verstehe, ich... Darf da überhaupt gar kein Glas dabei sein? Ist das so? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Warum? Ich kapiere es einfach nicht. Ist das jetzt ein ganzer Block oder ist das jetzt kein ganzer Block? Ist es ein verdammter ganzer Block oder nicht? Ja. Ist es. Okay. Okay. Spiel. Du willst es nicht anders, ja? Muss ich dich wieder austricksen? Okay. Das ist gar kein Problem, Spiel. Das ist gar kein Problem. Ich krieg das gebacken. Und zwar nehmen wir erstmal unseren grauen Beton. Stapeln ihn hier auf. So. So. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen tricksen. Von dem haben wir hoffentlich genug. Müssten wir eigentlich haben. Daraus bestand ja die Rakete. Egal, dann machen wir noch weißen Beton drauf. So, dann nehmen wir unseren Glowstone. So. Nein, das kannst du mir jetzt nicht antun. Kannst du doch nicht machen. Nur mal test es halber. Tatsache. Wovon habe ich überhaupt irgendetwas?
Ja, von dem Weißen. Weißt du, warum bist du jetzt? Nehmen wir den Weißen. Nehmen wir einfach den Scheiß Weißen. Ach Gott, Leute. Ich drehe hier durch. Mir gehen die Ressourcen aus an meinem letzten Tag. So. Wer weiß, nehmen wir weiß. Was soll's? Ich will nicht zurückdrücken. Was tue ich denn für Sachen? Dann stehen unsere Figürchen jetzt hier. Oh, kann ich den mit hier raufpacken? So. Und das packen wir jetzt einfach in eine Vitrine, indem wir Glas verbauen. Glas, da, weißes Glas, so. Ups. Vielleicht nicht genau das, was ich wollte. So, ganz vorsichtig, ganz zart, keine Fehler machen. Wenn gleich das Glas ausgeht, dann könnt ihr euch drauf gefasst machen, einen heulenden Zero zu erleben. So, der Rest wird einfach sein. Einfach draufhalten. Einfach gib ihm. So. Guckt euch das an. Eine schöne Vitrine. Okay, hier müssen wir noch eins draufsetzen. Nein, was tue ich denn? Okay, jetzt wird's ein bisschen haarig. Ich bin noch nervös auf meinen letzten Minuten. So. Geschützt von neugierigen Blicken. Na gut, von neugierigen Blicken nicht gerade. Wieso ist da irgendwie so eine Wand? Eigentlich ist da keine, aber egal. Sieht man nur aus speziellen Winkeln. Deswegen sitze ich hier auf der Couch, kann ich sehen. Ah, ich habe ganze zwei Figuren gesammelt. Ist das nicht toll? Ja, Freunde. Das ist jetzt also meine Putze. Sie ist nicht komplett fertig. Vielleicht werden wir nächstes Jahr sie perfektionieren. Ich weiß es nicht. Vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten wie den Spiegel und so hinmachen. Mal gucken. Das können wir ja nächstes Jahr entscheiden. Und dass hier ein Loch ist, ist natürlich auch ein bisschen Kacke. Aber rein theoretisch. Klopfe ich das einfach schnell. Ja, hier haben wir jetzt auch ein bisschen Leuchtendes, ne? Aber egal. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen ein allerletztes Mal hier auf diesem Server. Denn dann wird das beste Haus bestimmt und es wird nicht meins sein, weil meins gehört nicht dazu. Aber guckt euch das an. Meine Putze ist fertig. So halbwegs. Ja, Freunde, ich werde mich jetzt hier hinschillen und meinen 4:3 Fernseher angucken. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.